wir drei versuchen jetzt, die Schlussfolgerungen aus dem heutigen Tag zu ziehen. Das ist einerseits Stefan Zirpel. Er ist seit 2011 Geschäftsführer der Michael-Otto-Stiftung in Hamburg und zu meiner Linken Heinrich von der Deken, Güterverwalter der Hessischen Hausstiftung in Pankow. Das liegt im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Fangen wir mit Ihnen an, Herr von der Deken. Sind jetzt aus der landwirtschaftlichen Sicht, haben Sie die gestrige und heutige Diskussion hier verfolgt? Hat Sie das Ganze jetzt eigentlich optimistischer oder eher pessimistischer gestimmt, was wir hier jetzt anderthalb Tage diskutiert haben? Ja, das ist mit Sicherheit eine berechtigte Frage. Da ich in dem Expertendialog mit dabei war, in der Vorbereitung dieser Tagung, kann ich Ihnen sagen, hatte ich vorher ein gemischtes Gefühl und es ist absolut, bin ich positiv überrascht. Es ist gestern extrem konstruktiv gearbeitet worden und da ich an einem Tisch sitzen konnte und dementsprechend 8 Gruppen Landwirte vorbeigekommen sind, konnte man aus dem ganzen Bundesgebiet Eindrücke gewinnen. Erstens konnte ich den Eindruck gewinnen, in Schleswig-Holstein ist die Welt in Ordnung, wenn ich von den Problemen erfahren habe, die andere in anderen Bundesländern haben. Aber es haben sich einige ganz besondere Themen durchgezogen. Und die haben mich positiv gestimmt in der Information, aber negativ gestimmt in den Auswirkungen. Und das ist, dass die Maßnahmen, die jetzt in der Fläche gemacht werden sollen, in Teilen nicht effizient genug sind, in Teilen aufgrund technokratischer Auflagen nicht die Wirkung entfalten können, die man sich eigentlich erhofft. Und das finde ich schade. Und vielleicht hat da die Podiumsdiskussion und auch der heute Vormittag dazu beigetragen, dass die Botschaft bei dem einen oder anderen, der dafür verantwortlich ist, mit angekommen ist und wir da Verbesserungen finden werden. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik, zumindest die politischen Vertreter, die wir heute gehört haben, die erkannten Probleme auch mit der hinreichenden Vehemenz an den richtigen Stellen platzieren? Oder kommt Ihnen das eher halbherzig und nicht glaubwürdig vor? Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein Mann der Tat bin. Mir kommt es halbherzig und nicht glaubwürdig vor. Das beste Beispiel haben die beiden Staatssekretäre gegeben, indem sie abhanden gekommen sind. Aber ich glaube, sie erwarten, dass eine Delegation des Expertenausschusses persönlich zu ihnen kommen wird und Ergebnisse dieser Tagung mitteilen wird. Und dann werden sie sehr positiv überrascht sein. Und ich hoffe, dass es so kommt. Was muss man als Berufsstand, als Landwirt, als berufsständische Vertretung jetzt tun, wenn man dieses Ergebnis hier heute auf dem Tisch liegen hat? Ich gehöre keiner berufsständischen Vertretung an. Deshalb können Sie ja besonders gute Empfehlungen geben. Ja, da muss man 20 Sekunden nachdenken. 10. Es ist ganz wichtig, den Dialog zu führen, aber der Dialog muss auch Chance haben auf Ergebnisse. Das ist wie im wahren Leben, man muss dann auch zur Sache kommen. Und das habe ich eben in der Diskussion auch gespürt, dass letztlich die Bereitschaft, nicht nur aufeinander zuzugehen, sondern auch gemeinsam Ergebnisse zu schmieden, die ist noch nicht groß genug. Und das ist ganz bedauerlich, denn dies ist zwar nicht die Normalverteilung der Landwirtschaft, die hier sitzt, aber alle, die hier heute dabei gewesen sind, haben eine extrem große Aufgeschlossenheit gezeigt für dieses Thema. Und wenn wir alle als Multiplikatoren ins Land gehen, dann werden wir auch dort eine große Aufgeschlossenheit spüren und provozieren. Aber es nützt nichts, wenn die Politik es konterkariert. Da will ich 2 Beispiele nennen. Das einzige oder das Wesentliche, was uns am Herzen liegt, ist der Verlust des Ackerlandstatuses, der unterbindet, dass Tausende von Hektaren jedes Jahr ökologisch genutzt werden, wie sie heute genutzt worden sind. Das ist eine Katastrophe. Das zweite ist, es wurde heute Morgen genannt, Landwirt ist Energiewirt gewesen und er soll in Zukunft Ökosystemleister sein. Das soll er sein, aber die Politik muss Akzente setzen mit Vertrauensbasis und auch einen Schritt weiterdenken. Vor 15 Jahren ist die Energiewende gefordert worden, mit dem Ergebnis, dass diejenigen, die sich dort rein investiert haben, heute die Boomer der Nation sind, weil sie zu viel Mais bauen. Genau das kann wieder passieren. Und deshalb erwarte ich von der Politik und den Entscheidungsträgern, dass sie einen Schritt weiter denken und nicht nur an ihre Wahlperiode denken, sondern es konsequent fortgeschritten wird. Herr Zirpel, Sie sind ja einer der Veranstalter, Mitveranstalter dieser Tagung. War es richtig, Sie zu machen?
Auf jeden Fall. Also kurz und bündig, ich bin sehr beeindruckt gewesen, insbesondere vor dem gestrigen Tag, was da für eine Motivation und für eine Power hinter war, dass wir jetzt Landwirte eingeladen haben, um mal zusammenzutragen, was ist sozusagen deren Statement. Und dann den Schritt auch zu wagen, und ich glaube, das ist auch einmalig, ist ja auch heute auch klar geworden, das dann auch an die Politik zu vermitteln. Dass wir das jetzt nicht unmittelbar können, weil die Herren nicht anwesend waren, das können wir nochmal bereinigen. Herr von der Decken hat es ja gesagt, also da suchen wir nochmal den direkten Weg, die Ergebnisse, die wir da gestern erarbeitet haben, dann auch nochmal in die Führungsebene einzuspeisen. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag und ein wichtiger Impuls, und den wollen wir da oben dann gerne auch eingespeist wissen. Wie geht das jetzt hier weiter mit dem Expertendialog Biodiversität? Das ist jetzt hier ein Mosaikstein von mehreren. Wie halten Sie das Feuer am Lodern? Also der Expertendialog hat sich ja zum Ziel gesetzt, in seiner Gemeinschaft Impulse setzen zu können. Und das war jetzt ein Impuls zu sagen, wir wollen gerne mal diesem Forum eine Plattform bieten, um mal über konkrete Maßnahmen zu sprechen. Das, was wir machen können, ist halt jetzt nochmal auf Entscheidungsträger zuzugehen, gerade in der Politik. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich auch aus dem Expertendialog heraus für Vertrauen zu werben. Ich glaube, das ist heute dann auch nochmal ganz deutlich zu werben, gerade wir als Stiftung und auch als Expertendialog, die Seiten doch immer noch wieder aneinander zu bringen, weil das eingespielte Rollenverständnis ja Jahre, Jahrzehnte lang trainiert ist. Und da jetzt sozusagen wieder rauszukommen, ist nicht immer so einfach. Also da spielt sehr stark natürlich eine emotionale Komponente und auch eine Vertrauenskomponente. Und das ist, könnte ein Beitrag sein, auch nicht nur, aber auch ein Beitrag vom Expertendialog. Der zweite Teil ist, es gibt ja verschiedene Initiativen, die mehrfach auch schon hier im Laufe des Tages genannt worden sind. Und diese Initiativen größer werden zu lassen. Auch das könnte ein Beitrag des Expertendialoges sein, denn wir haben ja verschiedenste Stakeholder da drin. Und wenn man da mit so einem bunten Strauß an Institutionen in die Gesellschaft geht und das auch entsprechend committet, auch in der Region, hat man sicherlich eine Chance, das breiter zu machen. Und das ist eigentlich Ziel von unten her, natürlich den Druck auch zu erhöhen, auch von der Landwirtschaft zu sagen, wir sind bereit, wir wollen was machen, wir tun was. Jetzt wollen wir das gerne mal größer machen und wir brauchen auch bestimmte Bedingungen dann. Muss man in der Diskussion, in der Aktivität noch schneller, noch intensiver werden, und kann das ein Expertendialog Biodiversität leisten? Wir hatten ja die Diskussion, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ja. Also natürlich sind die Ressourcen, die wir im Expertendialog haben, begrenzt. Wir sind ja natürlich alle quasi sozusagen ehrenamtlich da unterwegs und haben uns committed zu einem Ziel in der Gemeinschaft, aber jeder hat natürlich noch seinen eigenen Job, den er zu erledigen hat. Wir werden unser Möglichstes tun, den Schlag noch mal ein bisschen zu erhöhen und das Netzwerk zu nutzen. Es muss ja auch noch nicht immer in seiner Gänze aktiv sein, sondern natürlich bilden sich auch dann in dem Expertengremium kleinere Gruppen, die bestimmte Themen bearbeiten und spielen können. Aber dadurch, dass das so gut vernetzt ist, sind wir da eigentlich ganz froh gemutet, weitere Impulse setzen zu können. Okay, ich glaube, meine Damen und Herren, es ist deutlich geworden, wo die Probleme liegen und wo sie gelöst werden müssen. Es ist nicht ganz klar, ob dann auch alle immer mit gleicher Vehemenz dem gleichen Ende des Seiles ziehen. Das ist sicherlich keine Frage, aber es war, glaube ich, ein wichtiger Beitrag in der Diskussion für die Weiterbehandlung dieser wichtigen Fragen. Haben wir noch ein paar Menschen, denen wir danken müssen, Herr Zirpel? Ja, haben wir. Ich möchte gerne als einer der Organisatoren gerne natürlich nochmal dem Orga-Team danken, rund um Herrn Röser von BASF, die hier natürlich das ganze Operative, wie das immer so ist bei so einer Veranstaltung, gestemmt haben. Zusammen mit der Deutschen Vernetzungsstelle haben die das Orga-Team gestellt. Da würde ich gerne nochmal um Applaus bitten für die gute Organisation. Applaus.